Mastermind Your Day. Wir befinden uns in der Nähe unter dem Krücke. Man kann hier so schon leicht viele Türen sehen und viele Gänge. Hier gibt es einmal zwei bzw. drei Richtungen oder Grube-Richtungen, wo man gehen kann. Einmal diese Richtung, einmal diese Richtung, einmal diese Richtung. Wir gehen heute diese Richtung. Und ja, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ich habe dieses Video jetzt schon dreimal drehen müssen, in der Hoffnung, dass es funktioniert hat. Aber irgendwie konnte man dann immer nicht meine Stimme hören oder man konnte nicht irgendwie irgendwas anderes hören, weil es hier unten teilweise durch die Abluft oder beziehungsweise Zuluft der vielen Restaurants so laut ist, dass man wirklich nichts hören kann. Oder nichts verstehen kann. Das ist echt schade. In diesen Gängen hier unterhalb im Kröpke befinden sich viele Tauben, die hier im Winter auch natürlich auch Zuflucht suchen und die Wärme natürlich genießen. Teilweise haben wir 25 bis 30 Grad hier irgendwie in den Gängen, auch im Winter, durch die warme Abluft bzw. durch die Zuluft noch, aber eigentlich eher wegen der Abluft. So, dann eine Sache, die ich unbedingt zeigen wollte, immer in jedem Video, das ich hier unten drehe, ist das hier. Das ist sehr vertrauenserweckend, denn immer wenn es regnet oder wenn die Schneeschmelze kommt, kommt hier Wasser aus den Boden. Das ist ganz, 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 ganz vertraut. Und ganz, ganz vertrauenserweckend vor allen Dingen auch. So, dann geht es jetzt weiter. Wir gehen den Gang weiter. Nochmal ein kleiner Rückblick zurück. Das ist der Gang, aus dem wir gekommen sind. Gehen wir auf eine ganz spezielle Tür zu, die ich unbedingt zeigen wollte in diesem Video. Und dieses Video habe ich, wie gesagt, mehrfach gedreht schon, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und anscheinend funktioniert es auch. Ich hoffe, dass mit dem Sound ist okay, weil, naja, man weiß nie. Und hier befindet sich am Ende des Ganges eine Tür. Kann man die sehen? So, am Ende des Ganges befindet sich eine Tür. So. Wenn man diese Tür aufmacht, befinden wir uns unter dem Klopfer. Tschüss.